Welche M's dürfen für Numisvlogs Rubrik Massenmedien auf keinen Fall fehlen? Richtig, Münzen und Musik. Musikinstrumente kommen auf Münzen immer wieder vor, genauso musizierende und tanzende Menschen. Für die Antike sind Münzen sogar Quellen, um ansonsten verloren gegangene Details zu Musikinstrumenten etwa zu rekonstruieren. Im Mittelalter wird es weitgehend still um das Thema Münzen und Musik. In der Neuzeit geht es dann aber richtig los. König Davids Harfe erscheint zum Beispiel auf den halben Schekeln in Israel noch heute oder auf den irischen Euro-Münzen. Auf dieser Münze hier spielt Fortuna eine topmodische Laute. Vor allem die Medaillenkunst bietet Musikthemen viel Platz. Auf dieser Kunstmedaille der Gegenwart tummeln sich Lyra, Syrinx und Aulos. Der Sänger Orpheus verzauberte nicht nur Tiere und Menschen, sondern schafft es auch in der Medaillenkunst seine Wirkung zu erzielen. Das Thema bleibt brisant. Vor kurzem erst gab Großbritannien eine Münze, eine Gedenkmünze auf die Band Queen heraus. Wenn ihr mehr über das Massenmedium Münze und die Kaiser Augustus und Konstantin erfahren wollt, dann klickt hier. Wenn ihr stattdessen etwas über Mückenthaler wissen möchtet, dann klickt doch hier.